Herzlich willkommen zu unserem Faktencheck Nachhaltigkeit. Heute im Fokus das Thema Trinkwasser. Zu 71% ist die Erde mit Wasser bedeckt, doch nach Abzug von Salzwasser, Schnee und dem Eis der Pole bleiben davon gerade einmal 0,5% nutzbares Süßwasser. Und nur 0,007% sind laut UNO direkt als Trinkwasser geeignet. Nach Schätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, wird sich der Wasserverbrauch zwischen 2000 und 2050 mehr als verdoppeln. Reinigung, Aufbereitung, effektive Verteilung, sparsame Nutzung und Erschließung neuer Wasserquellen, wie zum Beispiel die salzhaltigen Ozeane, werden immer wichtiger und erfordern immer höhere Investitionen. Die Anlageexperten von Goldman Sachs meinen, die Wasserbranche stehe vor einem starken Wachstum und werde von gegenwärtig 500 Milliarden Dollar bis 2020 auf etwa 2 Billionen wachsen. Also von daher Trinkwasser auch ein wichtiges Investmentthema, und damit möchte ich übergeben an unseren heutigen Referenten Jan-Peter Schott. Ja, hallo, auch ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Online-Konferenz. Im Fokus ist das Thema Trinkwasser. Und der Thomas hat mir da gerade eine Steilvorlage reingegeben, und zwar hat er die Analyse von Goldman und Sachs angeführt, in der davon gesprochen wird, dass Wasser ein großes Thema der Zukunft ist. Genau das ist es, deshalb sind wir ja auch mit unserem Prima Global Challenges im Wasser auch investiert. Ganz wesentlicher Punkt, man muss da immer zwei Bereiche unterscheiden. Dem einen oder anderen ist es ja auch bekannt, dass Nestle gerade sehr stark in der Kritik ist, und zwar, dass die anfangen tatsächlich Wasser, Trinkwasserquellen zu kaufen und das Wasser damit dann zu begrenzen, den Wasserverbrauch zu begrenzen, beziehungsweise dann am Wasserverbrauch zu verdienen. Und genau das ist das, was wir mit unserem Fonds eben definitiv nicht machen wollen. Unsere Unternehmen, die im Fonds sind, die ich eben im Nachgang auch noch ein Stück weit vorstellen werde, die haben halt ganz andere Ansätze. Hier geht es darum, weltweit den Zugang zu Trinkwasser, den Zugang auch zu sauberem Wasser, muss nicht immer nur gleich Trinkwasser sein, allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Aber jetzt will ich eigentlich erstmal anfangen. Der ein oder andere kennt mich ja vielleicht schon von dem ein oder anderen Börsenauftritt, dem ein oder anderen Auftritt auf Vortragsreihen, Investment and More Roadshows oder wie auch immer. Hier haben Sie nochmal mein Gesicht, ein bisschen geändert hat es sich, der Bart ist etwas voller geworden. Sie sehen, da steht Diplom-Forstwirt unter meinem Namen für diejenigen Zuhörer, die mich noch nicht so genau kennen. Genau das ist der Punkt, warum ich ein Stück weit in dem Thema Nachhaltigkeit drin bin und auch immer ganz gerne probiere, in den Webinaren, die wir hier halten, die Brücke zu schlagen vom Thema Nachhaltigkeit. Wie kann ich da am Ende mit Geld verdienen und das Geld eben, wie eben schon angedeutet, so verdienen, dass dabei sämtliche Bevölkerungsgruppen entsprechend mit berücksichtigt werden. Gut, das ist die Agenda, die wir heute haben. Zunächst machen wir einen Einstieg. Ich werde das kurz eingliedern in unserem Fonds. Wo ist das Thema Trinkwasser eigentlich angesiedelt? Danach will ich wie immer so einen kleinen Rundblick geben, wobei ich da natürlich aber auch, wenn ich die grundsätzlichen Wasserkreisläufe mal ein Stück weit betrachte, immer auch so einzelne Spots setzen will, wo man halt eben sehen kann, okay, im konkreten Fall sieht das jetzt hier so aus. Danach werde ich Unternehmen aus dem Global Challenges vorstellen, und am Ende freuen wir uns ja auch immer noch, dass wir tatsächlich Gutes tun und damit auch vernünftig Geld verdienen können. Also der Performance-Check, wie funktioniert das, wie läuft das mit unserem Fonds, den haben wir natürlich auch dabei. Gut, steigen wir ein in das eigentliche Thema. Hier grün hervorgehoben, diejenigen, denen unser Fonds ein Stück weit bekannt ist. Der Prima Global Challenges hat ja anders als viele andere Nachhaltigkeitsfonds auch die Idee, dass er in den 7 globalen Herausforderungen besonders investiert. Das heißt, die Unternehmen, die bei uns im Fonds sind, müssen in mindestens einer dieser globalen Herausforderungen einen nennenswerten Beitrag mit ihrem Kerngeschäft leisten. Hier sind die ganzen Herausforderungen aufgeführt nochmal. Trinkwasserversorgung ist heute das Thema. Und auch wenn ich da jetzt referiere über das Thema Trinkwasser, werden Sie sehen, dass wir auch da überall ganz viele Vernetzungen haben zu den anderen Themen. Das sind eigentlich nur so Spots, die herausgehoben sind aus einem großen vernetzten System. Ich habe eine schöne Nachhaltigkeitsdefinition neulich gehört. Und zwar geht es im Grunde nur darum, dass man den Planeten für die kommenden Generationen lebenswert erhält. Und ich glaube, das ist eine sehr treffende und umfassende Definition von Nachhaltigkeit. Die kann ich sehr gut teilen. Gut. Der nächste Punkt in der Betrachtung, welchen Stellenwert nimmt die Trinkwasserversorgung ein?
Und zwar jetzt hier ganz wichtig anhand der planetaren Grenzen betrachtet. Das heißt also nicht, was die Trinkwasserversorgung für einen Stellenwert für die Leute, die gegebenenfalls keinen Zugang zum Trinkwasser haben, einnimmt. Das ist nicht die Betrachtungsebene, sondern die Betrachtungsebene ist, wie weit haben wir uns schon von einem nachhaltigen Wasserkreislauf entfernt? Die Grafik liest sich folgendermaßen. In der Mitte, das grün eingezeichnete, ist der Bereich, wo eigentlich alles noch voll in Ordnung ist, wo wir immer noch uns sehr weit zurückbewegen können. Der gelbe Bereich, da sind wir schon brenzlig mit den Übernutzungen. Und der rote Bereich, da sind wir schon ganz weit aus dem Gleichgewicht und zurück wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Und hier sieht man links unten auf 8 Uhr den Süßwasserverbrauch und man sieht, dass es eigentlich noch recht grün ist. Also ganz wichtig, nur von der Perspektive des globalen Verbrauchs sind wir hier in einer Situation, die anders als in vielen anderen Umweltsituationen ist, wo wir doch durchaus durch vernünftiges Handeln noch sehr viel in die richtigen Wege leiten können. Das jetzt erstmal zur Einordnung, auch zu den anderen globalen Herausforderungen. Kommen wir mal zu der nächsten Grafik. Das hatte der Thomas auch in der Einleitung schon ein Stück weit gesagt. Man muss sich erstmal überlegen, die Erde ist natürlich in erster Linie eigentlich ein Wasserplanet. Es gibt ja eine Erdhälfte, wenn man die aus dem Weltall fotografiert, sieht man eigentlich nur den blauen Planeten. Und wir haben auf der Erde eine unglaubliche Menge an Wasser und das allermeiste davon ist Salzwasser hier. 97,5% Salzwasser und damit für die Trinkwassernutzung fast nicht nutzbar. Ich sage fast, weil auch da gibt es ja inzwischen Konzepte. Aber zunächst erst nochmal weiter zur Einordnung. Also nur 2,5% sind Süßwasser. Und dieses Süßwasser ist in den allergrößten Mengen in den Gletschern und im ewigen Eis gebunden. Da ist natürlich als erstes die Antarktis zu nennen, dann Grönland, aber auch die Gletscher des Himalayas. Und da werde ich auch gleich nochmal ein Stückchen weiter drauf eingehen. Die spielen im Vortrag auch noch eine Rolle. Grundwasser ist eine ganze Menge. Und jetzt kommen wir auf die 1% verfügbares Oberflächenwasser. Da ist der allermeiste Bereich in Seen, in Flüssen und 1% auch in Lebewesen gebunden. Wenn man jetzt Lebewesen denkt, na, so viele Menschen gibt es ja gar nicht, aber wichtig natürlich Lebewesen, auch die Pflanzen. Und die binden eine große Menge. 8% befindet sich als Wasserdampf in der Atmosphäre und 38% als Feuchtigkeit im Boden. So ist also die Wasserverteilung. Das heißt, tatsächlich ein Zugriff, wenn wir an der Trinkwasserversorgung irgendeiner Art und Weise oder auch an der Wasserversorgung für die Landwirtschaft irgendwas einstellen oder ändern wollen, haben wir eigentlich nur eine sehr beschränkte Zugriffsmöglichkeit. Jetzt habe ich hier nochmal die Wasserressourcen in Bezug zu der Einwohnerzahl dargestellt und da sieht man halt, dass einige Länder, in denen es zwar schon trocken ist, eigentlich die Wasserversorgung für die Bewohner ganz in Ordnung ist. Hier ist zum Beispiel Australien zu nennen. Australien nimmt so eine gewisse Sonderposition ein. In Australien ist ja, wie viele wissen, gibt es zwar auch ein paar Regenwälder, aber ein riesiger, großer, extrem trockener Anteil, das sogenannte Red Center in Australien. In diesem Red Center gibt es fast überhaupt gar keine natürlichen Wasservorkommen, aber, und das ist ein entscheidender Punkt, in Australien gibt es eine riesengroße Grundwasserlinse, die sich fast bis nach Neuguinea durchzieht und diese Grundwasserlinse ist so immens groß, dass Australien eigentlich sich über Wasserversorgung grundsätzlich, ob sie an Wasser drankommen, gar keine Sorgen machen muss. Anders sieht es zum Beispiel in den USA aus. Da ist hellblau eingefärbt. Wenn man das auf Staatsebene betrachtet, sieht es auch hellblau aus in den USA. Aber Ihnen allen wird ja bekannt sein, dass in Kalifornien mittlerweile ja auch schon wirklich ein großer Wassernotstand herrscht. Das heißt also, diese globale Betrachtung nach auf Länderebene runtergebrochen ist gegebenenfalls nicht wirklich zielführend. Sie gibt einen groben Überblick. Entscheidend ist halt auch, dass wir ja immer im Finanzbereich sowieso ganz gerne links unten, rechts oben Kurven haben. Im Finanzbereich freut uns das immer, wenn wir Geld verdienen. Die meisten links oben, rechts, links unten, rechts oben Kurven, die wir aber im Bereich der Umwelt haben oder des anthropogenen Verbrauchs von irgendwelchen Ressourcen, sind eigentlich eher schlechte Nachrichten. Und hier sieht man, dass wir auch eine immense Beschleunigung haben im Wasserverbrauch. Die OECD-Länder, das sind die in rosa unten, da ist es unbedingt nicht mehr so stark die Zunahme am Wasserverbrauch. Das heißt, wir sind da schon relativ kulminiert, aber gerade die BRICS-Länder, da ist es erhebliche Zunahme noch. Und zwar sind die gerade an der Schwelle von der Landwirtschaft, von der ruralen Gesellschaft zur Industriegesellschaft. Und Landwirtschaft braucht sehr viel Feuchtigkeit und Wasser, aber Industrie eben halt auch.
Und die anderen Länder, das sind jetzt die Schwellenländer, die gerade im Wachstum begriffen sind, da ist es in erster Linie die Zunahme an intensiver Landwirtschaft, die zu dem vermehrten Wasserverbrauch führt. Wenn man jetzt mal die regionalen Trends anguckt, also diese Grafiken ein Stück weit runtergebrochen auf einzelne Länder, fallen dann ein paar Unterschiede auf. Wir haben hier oben in der oberen Zeile stehen entsalztes Wasser. Das ist natürlich die einzige Möglichkeit, wie man an diesen Riesenspeicher der Ozeane rankommen kann. Und wenn man jetzt in die Mitte der Grafik guckt, sieht man in Westafrika mit viel Fantasie so eine kleine Zackenlinie oberhalb. Und diese kleine Zackenlinie, das ist also das, was wir bisher aus Entsalzung an Trinkwasser gewinnen. Es ist marginal, gleichwohl natürlich aber auch in solchen Ländern wie in der arabischen Welt gut machbar. Da gibt es ja zumindest jede Menge Sonnenenergie steht zur Verfügung. Und die kann man halt auch ganz gut benutzen, um sehr energieintensive Entsalzungsanlagen zu betreiben. Auch die Entsalzungsanlagen als solche sind dabei technisch sich doch sehr weit, sehr stark weiterzuentwickeln. Ich will aber nochmal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, und zwar hier den Vergleich von Westeuropa zu Nordamerika. Die Kurven sind sehr ähnlich, auch von der Größenordnung, aber unterscheiden sich ganz wesentlich in der blau schraffierten Fläche unten. Das ist das, was an Grundwasser zur Nutzung herangezogen wird. Und da sehen wir natürlich, dass in den USA erheblich mehr aus dem Grundwasser die Nutzung passiert, während wir in Westeuropa im Grunde genommen da sehr marginal mit unterwegs sind. Das heißt, wir verbrauchen gar nicht so sehr viel Wasser, was wir aus den Grundwasserquellen ziehen, sondern wir haben da viele Sachen, die aus Oberflächenquellen stammen, viel Wasser. Und natürlich die Landwirtschaft. Das ist bei uns eine recht dankbare Sache. Da ist der Regen eigentlich immer so, dass wir überhaupt gar nicht groß bewässern müssen. Wir haben in letzter Zeit ein paar trockene Jahre gehabt, da war das dann schon mal ein Stück an der Grenze. Aber bei uns, die Landwirte, die haben gar nicht die nötigen Gerätschaften, um großflächig die Weizenfelder zu bewässern. Anders in Nordamerika, da wird tatsächlich auch Wasser gerade in dem großen Getreidebereich, in den Great Plains, wird natürlich auch Wasser zugeführt, um überhaupt ein Wachstum von Pflanzen zu erzeugen. An dem Punkt merken Sie schon, die Landwirtschaft ist ein erheblicher Faktor für den Wasserverbrauch. Gehe jetzt mal eine Grafik weiter. Hier habe ich jetzt, was ich vorher schon mal gesagt habe, in den USA muss man das sehr genau betrachten, wie das eigentlich mit dem Wasserverbrauch aussieht. Sie erinnern sich noch an die schöne blaue Grafik, wo die USA eigentlich von der Wasserversorgung so ganz gut dagestanden hat. Da gibt es natürlich im nördlichen Bereich auch erhebliche Niederschläge. Aber hier haben wir jetzt den Bereich Kalifornien. Und hier ist eine ganz interessante Sache mal dargestellt. Im Jahr 2010 sieht man die Menge des Schnees in der Sierra Nevada, und im Jahr 2015 ist es wesentlich weniger. Und genau da ist nämlich das Problem, dass der Grundwasserspiegel schon erheblich abgesunken ist, und das, was ansonsten in normalen Wintern an Schmelzwasser zur Verfügung steht, wenn das dann mal nicht zur Verfügung steht, dann passiert eben halt Folgendes, dass der normale Amerikaner halt tatsächlich den grünen Kunstrasen sich vors Haus legt, und der hohe Wasserverbrauch in den USA ist auch ein ganzes Stück weit darauf zurückzuführen, dass tatsächlich Rasenflächen ziemlich kompromisslos mit Wasser versorgt werden. Und auch hier findet halt ein Umdenken statt, oder muss halt auch ein Umdenken stattfinden. Wenn die Grundwasserspiegel erstmal so weit abgesenkt sind, dann wird das immer erstens unwirtschaftlicher, Wasser aus den Tiefen hervorzuholen. Und zweitens kann es durchaus dazu führen, dass die komplett leer werden, die Grundwasserspeicher. Und dann ist natürlich das Wasserregime ein ganz anderes. Okay, jetzt kommen wir zur nächsten Grafik. Jetzt will ich nochmal einen Überblick liefern. Man sieht hier die dunkelgrünen Felder. Da ist die hauptsächliche Menge des Wassers wird für die Landwirtschaft entnommen, die dunkelgrünen Flächen. Und man sieht halt gerade, dass das Bereiche sind, die eher trocken sind, eher aride Bereiche, und Bereiche, die eher noch auf der Entwicklungsschwelle sind. In den entwickelten Ländern, das ist bei uns zum Beispiel, da ist die Wasserentnahme in der Landwirtschaft nahezu überhaupt nicht vorhanden. Das hatte ich ja schon gesagt, da ist noch ganz normal der Niederschlag, der fällt. Das heißt, hier brauchen wir nicht Wasser aus irgendwelchen Grundwasserreservoiren oder aus Flüssen und Bächen zu entnehmen, sondern der ganz normale Niederschlag sorgt für ein nachhaltiges Wachstum im Bereich Landwirtschaft. Anders ist das zum Beispiel in Indien,
Oder wenn man den afrikanischen Sahelgürtel sich anguckt, das ist eine sehr trockene Region, aber alles, was am Wasser da halt ankommt, wird halt tatsächlich fast alles in der Landwirtschaft verbraucht. Jetzt kommen wir mal zur Industrie und dann sieht es da natürlich gleich ganz anders aus. Die Wasserentnahme für Industrie ist bei uns in Deutschland, das ist hier der kleine dunkelrote Klecks, ganz erheblicher Faktor. Und in anderen Ländern ist es halt eben dann wieder eher marginal. Das heißt, die Grafik sieht ja genau, wenn man die beiden übereinander legt, ist es halt natürlich genau entgegengesetzt. Industrieländer haben halt einen sehr hohen Verbrauch und in den gemäßigten Zonen, wo wir in der Landwirtschaft keinen zusätzlichen Wasserverbrauch haben, ist fast alles in der Industrie der Löwenanteil des Wasserverbrauchs. Ich hatte in einem vorherigen Webinar mal von dem CO2-Fußabdruck gesprochen. Und dieser CO2-Fußabdruck, den kann man auch idealtypisch übertragen als Fußabdruck, als Wasserfußabdruck. Ja, es ist vielleicht eine ganz gute Bezeichnung. Man hat dann gleich so eine Froschtatze vor Augen, so eine nasse. Aber gut, der Wasserfußabdruck, lassen wir es einfach mal so stehen. Und hier sieht man in dieser Grafik einen Punkt oder einen Aspekt, den ich mit dieser Grafik eigentlich insbesondere zeigen will. Wir haben hier die Landwirtschaft intern und extern. Und extern ist der Faktor, dass wir natürlich sehr viel Lebensmittel importieren und natürlich damit in anderen Ländern einen gewissen Wasserverbrauch haben. Das heißt, wir importieren Wasserverbrauch hier zu uns nach Deutschland, auch im Industriebereich. Das heißt, man sieht es bei den Haushalten, das können wir natürlich nicht importieren. Die Haushalte sind hier, ein ganz kleiner Bereich nur, wo wir den Wasserverbrauch haben. Aber wir haben ungefähr die Hälfte des Wassers, was Deutschland verbraucht, findet in der Landwirtschaft in anderen Ländern, findet in der Industrie in anderen Ländern statt. Der Fußabdruck, der Wasserfußabdruck ist hier nochmal dargestellt. Das ist eine recht aktuelle Zahl vom Umweltbundesamt 2013. Und der gesamte Fußabdruck, das sind 117,2 Milliarden. In der Grafik vorher waren es noch 0,5, glaube ich. Also gleichbleibend, auf gleichem Niveau, hatte ja auch die erste Grafik angezeigt, dass wir in den Industrieländern nahezu auf gleichem Niveau stagnieren. Aber pro Einwohner bedeutet das 1426 Kubikmeter jährlich. Und das sind 3,9 oder 3900 Liter täglich, die wir an Wasser verbrauchen. Jetzt stellt sich dann natürlich an der Stelle die Frage, dem Wasserverbrauch, wie kommen wir überhaupt auf so eine Menge? Was passiert alles, was wir machen? Und da habe ich hier eine Wasserbilanz mal dastehen. Und das ist ganz interessant. Bei einer Tasse Tee, dass man 35 Liter Wasser benötigt. Jetzt fragt man sich, das ist aber eine große Tasse. Ja, natürlich die Teepflanze, die in einer Art und Weise halt auch wachsen muss, zum Wachsen Wasser verbraucht. Beim Bier ist es schon ein bisschen mehr, was wir da verbrauchen. Liter Verbrauch bei einem Liter Milch ist extrem viel höher. Das liegt daran, dass wir dabei bei der Milch natürlich die Kuh dazwischen geschaltet haben, die erst eine Weile lebt, bevor sie überhaupt Milch geben kann. Aber in der Zeit muss sie ja halt natürlich auch schon trinken. Und als Lebewesen Pflanzen frisst, die aber auch zum Wachsen erstmal wieder Wasser brauchen. Und damit haben wir natürlich eine recht schlechtere Bilanz. Eine interessante Zahl, die ich auch noch dabei habe, ist der Wasserverbrauch, den wir haben für ein einzelnes Steg. Und da gibt es eine Zahl, dass wir ungefähr 4000 Liter Wasser für ein Steg verbrauchen. Diese Zahl ist recht hoch geschätzt, zumindest nach meinem Dafürhalten. Würde sagen, das muss nicht unbedingt ganz so hoch sein, aber hier an diesem Beispiel lässt sich sehr gut die Interdependenz zwischen den verschiedenen Wasserverbrauchen halt auch mal darstellen. Wenn man jetzt eine große Burgerkette betrachtet, die immer Rindfleisch auf ihren Burgern gerne serviert, dann ist das so, dass ein Großteil dieser Rinder oder des weltweiten Rinderfleischbedarfs, muss man nicht auf so eine Burgerkette fokussieren, kann man grundsätzlich halten, dass es tatsächlich so ist, dass viele Rinder in Südamerika gezogen werden und dass die quasi die große Mastbank sind für das Rindfleisch. Und die Rinder weiden sehr, sehr häufig in Flächen, die eben gerade noch dem Amazonas-Regenwald abgerungen worden sind. Diese Flächen sind für eine recht kurze Zeit halbwegs fruchtbar, sodass da tatsächlich halt auch Kühe gehalten werden können.
Allerdings passiert dann immer relativ schnell eins. Der Boden, der dann nur noch mit Graspflanzen bewachsen ist, erodiert relativ schnell. Und dann haben wir da bald dann ein Karstland, was auch keine Kühe mehr ernährt. Und das ist eigentlich nämlich der große Faktor, dass man durch den Fleischverbrauch einmal eine Riesenmenge Wasser verbraucht, aber auch indirekt noch sehr viel mehr. Und das, was hier als Gefahr sich auch am Horizont abzeichnet, ist, wenn man auf die Wassermengen guckt, die im Amazonas-Regenwald gebunden sind, sind das riesengroße Mengen. Man muss aber wissen, dass der Amazonas-Regenwald ein nahezu in sich geschlossener Wasserkreislauf ist. Das heißt, es kommt sehr wenig Wasser von außen rein und fließt auch ab. Jetzt werden gleich alle sagen, oh Gott, das kann doch gar nicht sein. Das ist doch der wasserreichste Fluss der Erde, der daraus fließt. Ja, na klar, der Amazonas ist das, aber das Verhältnis der Wassermengen, die immer neu reinregnen, zu dem die abfließen, ist für dieses Riesengebiet dann eben halt doch nicht sehr groß. Und wenn der Regenwald erstmal weg ist, werden sich die Wolken, die zunächst sich über dem Regenwald bilden durch Verdunstung und dann wieder in dem Regenwald abbilden, wenn dieser Kreislauf durchbrochen ist, dann haben wir an der Stelle gegebenenfalls auch keinen Amazonas-Regenwald mehr. Und das heißt, wenn wir jetzt den Wasserverbrauch, den eine Kuh hat, um tatsächlich einen Steg draus zu machen, wenn man den sich anguckt, ist das natürlich immer so die eine Facette. Man sollte aber eben halt auch ein Stückchen weiter gucken. Und weiter geguckt ist halt eben auch einfach die Tatsache, dass man sagen muss, okay, wenn wir jetzt so viel Fleisch verbrauchen, dass wir einen hohen Wasserverbrauch haben, führt das wahrscheinlich zu weitaus anderen Auswirkungen, die dann den Wasserkreislauf grundsätzlich sehr stark verändern können und auch verändern werden. Nächsten Punkt, den ich noch habe, wenn man sich die Wasserkreisläufe anguckt, das ist auch die Meldung, dass es heißt immer, okay, ganz Asien trinkt im Grunde genommen aus den Gletschern des Himalayas. Der Fakt ist auch soweit richtig. Nun haben wir auch eine Tendenz, dass die Gletscher in den Himalaya ein Stück weit abschmelzen. Das haben wir im Westhimalaya, ein Abschmelzen der Gletscher, und im Osthimalaya durchaus noch ein Wachsen der Gletscher. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie die Temperaturen sind, die Temperaturen sich ändern. Temperaturveränderung, Temperaturerwärmung kann auch erstmal zu erhöhten Niederschlägen führen und damit halt auch zwischenzeitlich zu einem Anwachsen der Gletscher. Ich sage das nur an der Stelle, weil der IPCC, der International Panel on Climatic Change, das heißt die maßgebliche Organisation der UN dafür, die haben das mal in einem Bericht 2007 veröffentlicht, dass wir tatsächlich die Schneemassen bis 2035 oder die Gletscher im Himalaya verschwunden sein werden. Dem ist nicht so. In einem Nachfolgebericht ist das korrigiert worden. Und hier haben wir nämlich ein ganz brisantes Thema, was immer wieder halt auch im Bereich Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Es wird oft den verschiedenen Organisationen, die sich dort engagieren und aber auch Daten liefern, ein gewisser Alarmismus vorgeworfen. Und genau das ist natürlich hier in dem Folgenden auch passiert. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Die Angaben sind korrigiert worden und es ist halt auch einfach im Verhältnis zu dem, was an anderen Fakten geliefert wird, schon marginal. Gleichwohl ist es natürlich ein ziemlicher Fehler, wenn man das an der Stelle nicht ganz sauber recherchiert hat und da mit Fake News, nenne ich es jetzt einfach mal, an die Öffentlichkeit gegangen ist. Also, um jetzt nochmal beim Himalaya zu bleiben, da gibt es halt die großen Gletscher. Die Gletscher sind anders als die Alpengletscher. Die Alpengletscher speisen sich aus Schneefall. Im Himalaya ist es eher so, dass das wesentlich steilere Gebirge dazu führt, dass die Schneemassen in Form von Lawinen abrutschen. Und das ist essentiell. Wenn sie das tun, nehmen sie große Gesteinsmassen mit. Bei den Gletschern bilden sich große Moränen, Endmoränen. Diese Endmoränen, das sind wie riesengroße Staudämme. Und da bildet sich eine andere Gefahr in dem Bereich des Himalayas, dass durch dies teilweise auch Wachstum der Gletscher und auch schnellere Bewegung der Gletscher, dass da riesige Stauseen entstehen. Ich will nur einmal ein Beispiel sagen. Es gibt den Gletscher, der heißt Tsoroipa. Dieser liegt oberhalb von Kathmandu auf 4500 Meter Höhe. Hat eine 150 Meter hohe Endmoräne, das heißt einen 150 Meter hohen Naturstaudamm. Der See selber ist 3300 Meter lang und 500 Meter breit und bis zu 130 Meter tief. Das heißt, sollte sich irgendwann mal dieser Staudamm davon bewegen, dann sind mit einmal 100 Millionen Kubikmeter Wasser in Bewegung und fließen
mit einem Riesenplatsch durch die Stadt Kathmandu. Und diese Gefahr ist tatsächlich im Himalaya allgegenwärtig. Natürlich ist man da an der Stelle halt auch ein Stück weit überlegt und fängt an, dass man da halt künstliche Abflüsse reinbaut in diese großen Gletscherseen. Gut, dann will ich jetzt mal den Sprung machen und auf die Unternehmen eingehen, die wir bei uns im Global Challenges haben. Da haben wir einmal die Kurita, wird wahrscheinlich nicht Englisch ausgesprochen, also Kurita Water Industries. Das ist ein Unternehmen aus Japan, was bei uns in der Trinkwasserversorgung berücksichtigt ist. Wir haben hier also einen ganz typischen Fall und das ist auch was, was wir ganz gerne mit unserem Fonds machen. Wir sind ja auch darauf bedacht, dass wir durch unser Investment Dinge bewegen. Jetzt will ich das nicht zu hoch hängen. Wir haben das an der Stelle nicht bewegt, aber das ist ja eine Tendenz, die wir ganz gerne sehen. Und zwar haben die Kurita Water Industries eine Wandlung vom Saulus zum Paulus gemacht. Und zwar haben sie im Wettbewerbsbereich mal den einen oder anderen Verstoß gehabt. Auch hier kann ich dann nochmal vielleicht ein Stück weit auf die Firmenauswahl zu sprechen kommen. Wenn ein Unternehmen solche Verstöße hat, wie man jetzt zum Beispiel auch bei VW weiß, dass die da den Verstoß haben mit dem Dieselgate, dann ist das Unternehmen nicht grundsätzlich für alle Zeit für uns nicht mehr investierbar. Es hängt maßgeblich davon ab, wie das Unternehmen mit so einer Verfehlung umgeht und was es dann tatsächlich unternimmt, um auszuschließen, dass sowas nochmal vorkommt. Und dann kann nach einer gewissen Karenzzeit das Unternehmen auch wieder investierbar werden. Also Kurita Water Industries, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die sind investierbar, die stellen Kläranlagen her. Und damit haben wir jetzt beim Wasserkreislauf das Stichwort für einen nächsten großen Punkt. Und zwar ist das die Abwasserbehandlung. Das ist natürlich ein drängendes Thema. Wir haben in vielen Bereichen der Welt komplett ungeklärte Abwässer, die halt dann auch kontaminiert sind. Es fehlt häufig den Leuten einfach an der Kenntnis, wie man tatsächlich mit Trinkwasser umgehen muss. Das ist ein Beispiel, was ich gerade aktuell auf einer Tagung jetzt gehört habe, ist, dass es die Neven-Subotic-Stiftung Brunnen baut in sehr trockenen Gegenden. Die werden bis zu 160 Meter tief müssen die da bohren, um an Wasser zu kommen. Das gelingt denen auch und dann ist dann Brunnen installiert. Jetzt ist aber ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, und den kennen die Leute erstmal intuitiv nicht, dass sie das Vieh, was sie dann auch mit dem Brunnenwasser tränken, nicht direkt zum Brunnen geben, weil ansonsten durch die Fäkalien wieder eine Kontamination entstehen kann und dann sind natürlich wieder Bakterien im Wasser und die Leute werden krank. Das muss man natürlich dann wissen, dass da eine gewisse Mindestabstand, das waren glaube ich 100 Meter, zum eigentlichen Brunnen eingehalten werden. Und das heißt aber auch hier, Abwasser ist da ein Thema. Das nächste, wo Abwasser natürlich ein Thema ist, ist bei den großen Kanalisationssystemen in den Städten. Jeder von Ihnen wird wahrscheinlich wissen, dass es in New York auch ein großes Wasserproblem gibt, in der Großstadt New York. Ein uraltes Wassersystem, wo das Wasser durchtransportiert wird mit einer horrenden Wasserverlust in den Leitungen. Und alleine die Reparatur der Leitung würde immense Gelder verschlingen, wahrscheinlich aber auch in Zukunft einen Punkt, den man einfach in Angriff nehmen wird müssen. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Unternehmen, was ich Ihnen mitgebracht habe. Das ist die Geberit. Geberit, das ist wahrscheinlich Ihnen intuitiv schon klar, Schweizer Unternehmen, die sind sehr weit vorn im Bereich wassersparender Sanitärtechnologie. Immer wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, dann freue ich mich auf der Herrentoilette über das wasserlose Urinal, was da vorhanden ist. Aber das ist halt auch, das sind solche Ideen, die halt eben mit reinbringen und die natürlich auch dann für uns nennenswert sind. Das ist das Kernbereich dieses Unternehmens und die sorgen halt dafür, dass weniger Wasserverbrauch stattfindet. Nicht zuletzt durch solche Sachen ist es halt auch so, dass wir in den westlichen Industrieländern tatsächlich nicht in allen, aber in einigen doch alleine aufgrund des Bewusstseinswandels doch einen nicht mehr steigenden Wasserverbrauch haben. Das nächste Beispiel, was ich hier mitgebracht habe, das sind die drei großen Ps. Ich bin jetzt mal ein bisschen frech an der Stelle und sage Persil, Pril und Patex. Wer hätte da vor Jahren noch dran gedacht, dass dieses Unternehmen, was das herstellt, tatsächlich irgendwann sich mal in einem Nachhaltigkeitsfonds wiederfinden wird? Das ist jetzt wieder so ein ganz typischer Punkt. Wir wissen, dass sowas gegebenenfalls mit Kunden, wenn denen das Unternehmen Henkel auffällt, dass das erstmal eine kontroverse Diskussion geben kann.
Wichtig ist aber hier, man muss halt immer dahinter gucken, was machen die Unternehmen, was unternehmen die Unternehmen, um tatsächlich hier ihre Situation stark zu verbessern und zu verändern. Ungefragt kann man wohl sagen, dass die meisten der Dinge, die sie herstellen, tatsächlich gebraucht werden. Reinigungsmittel brauchen wir, wir brauchen auch Kleber und ähnliches. Und da kann man doch sehr geschickt vorgehen und da tatsächlich viele Sachen so herstellen, dass sie halt auch aufgrund des Wasserverbrauchs vertretbar sind und aber auch aufgrund der Inhaltsstoffe. Und auch da ist Henkel sehr weit vorne und betreibt da eine sehr starke Forschung. Das heißt, Henkel ist ein Unternehmen, mit dem wir jetzt sehr einverstanden sind, was sich halt auch bei uns im Global Challenges Fonds wiederfindet. Gut, also auch hier war die Wandlung vom Saulus zum Paulus. Jetzt komme ich wieder auf die Fondsebene komplett zurück. Das heißt, der kleine Ausflug zum Thema Trinkwasserversorgung ist damit jetzt inhaltlich erstmal beendet. Hier geht es jetzt dann darum, dass wir natürlich, viele werden es gegebenenfalls auch schon wissen, unsere Nachhaltigkeit auf verschiedenen Ebenen zertifiziert haben, da wo es halt eben geht. Die wichtigen Kodizes, die haben wir da. Wir sind auch ganz stolz auf das Morningstar-Nachhaltigkeitsrating, da sind wir sogar Platz 1 in der Kategorie. Transparent sind wir halt auch. Sie haben ja eben gerade die beiden Exposés gesehen oder die drei Exposés. Das haben wir natürlich für sämtliche Unternehmen. Und immer wenn wir einen Bezug zu den globalen Herausforderungen herstellen, dann nehmen wir natürlich die passenden Unternehmen dazu, die sich da gerade hervortun. Wir haben aber noch mehr Unternehmen zum Thema Trinkwasser. Das war jetzt nur exemplarisch ein Auszug. Okay, dass man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auch wirklich gut Geld verdienen kann. Und zwar immer dann, wenn man tatsächlich so vorgeht, dass man mit einer ganz stringenten und strengen Nachhaltigkeitskonzept an den Markt geht. Und das ist unser erster Schritt. Der erste Schritt ist, dass wir dieses Nachhaltigkeitsuniversum definieren und danach den Fondsmanager in diesem Nachhaltigkeitsuniversum agieren lassen. Und das ist nach unserer Ansicht ganz klar der Punkt, warum wir in unserer Performance im Vergleich zu vielen anderen Nachhaltigkeitsfonds, die wesentlich bekannter teilweise noch sind, eigentlich doch immer sehr gut liegen, beziehungsweise gerade auch mal wieder hier in diesem Vergleich vorne liegen. Das freut uns sehr. Das bestätigt uns auch in der Annahme, die wir glauben, dass Nachhaltigkeit tatsächlich ein Performance-Treiber sein kann. Das heißt, mit Nachhaltigkeit lässt sich Geld verdienen. Das sagen ja aber auch große Studien, hatten wir aber auch schon mal an anderer Stelle erwähnt. Und hier nochmal im Vergleich zu den Indizes, MSCI World haben wir den DAX und den Eurostoxx. Auch hier sehen wir, dass wir ganz gut laufen. Der MSCI World ist jetzt seit Strategiewechsel ein Stückchen mit der Nase vorne. Wir sind aber jetzt seit Jahresanfang, liegen wir dann wieder vorne. Also da sind wir jetzt nicht so sportlich unterwegs, dass wir sagen, wir müssen den MSCI World schlagen. Wir freuen uns aber immer, wenn wir dann doch am Ende mit dem Thema Nachhaltigkeit, abzüglich natürlich oder inklusive aller Fondkosten, die wir natürlich auch haben, dann ein Stück weit vorne liegen, denn das Research, was wir haben, kostet natürlich auch Geld, das ist richtig, das muss auch finanziert werden. Aber unterm Strich kann man hier vielleicht subsumieren, wir können eigentlich eine sehr ähnliche Performance wie der MSCI World darstellen, haben aber ein sehr profundes Nachhaltigkeitskonzept, was in sich sehr gut ist und was halt auch extern schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Gut, dann will ich als Fazit nochmal das Nachhaltigkeitssystem ganz kurz mit wenigen einfachen Worten erläutern. Das heißt, wir haben drei Ebenen der Nachhaltigkeit. Wir haben natürlich ganz klar die Ausschlusskriterien. Das wissen Sie als Berater auch. Die sind sehr plakativ. Die kann man sehr gut in der Beratung einsetzen. Die Kunden können das sehr klar erschließen, was damit gemeint ist. Und dann haben wir den Punkt, dass wir den absoluten Best-in-Class-Ansatz anwenden. Auch hier ist es noch ein Stück weit verständlich, aber dieses Thema, dass der absolut ist, erschließt sich den meisten nicht ganz auf den ersten Blick. Also hier geht es wirklich darum, wir haben nicht irgendwie 20% aus irgendeiner Branche oder sowas, was noch geht. Nein, wir haben konkrete Grenzwerte. Und wenn in einer Branche kein Unternehmen diese Grenzwerte erfüllt, dann wird auch keins berücksichtigt. Also es gibt klare absolute Grenzwerte. Deshalb der absolute Best-in-Class-Ansatz. Und den finden wir auch sehr richtig und vertreten den halt auch ganz klar. Und da kommt dann der nächste große Unterscheidungspunkt, hatte ich heute am Thema Trinkwasser Ihnen dargelegt. Das Thema Impact Investing ist eigentlich das, was die Kunden am liebsten auch wirklich wollen. Die wollen halt nicht nur wissen, dass sie im Fonds jetzt nichts Schlechtes haben, das wären dann die Ausschlusskriterien oder die etwas besseren Unternehmen. Sie wollen eigentlich auch ganz gerne, dass die Unternehmen wirklich mit ihrem
Geschäftswelt was beitragen an dem, ja, vielleicht so Thema, wie ich das Thema Nachhaltigkeit am Anfang mal definiert habe, dass man den Planet ist gleich so, so der Begriff Planet hat so viel Pathos, aber dass man die Erde einfach für die nächsten Generationen wohnbar erhält. Gut, Ökom Research, die Nachhaltigkeitsanalyse, klar, das können wir in der Tiefe selber im Haus nicht machen. Dann nehmen wir uns dann natürlich die renommierte Ratingagentur, die es in Deutschland dazu gibt. Die Transparenz selbstredend und die Performance hatte ich Ihnen ja gerade gezeigt. Dann bleibt mir noch an der Stelle, Sie nochmal auf unser Kontakt- und Informationsangebot hinzuweisen. Also Sie sind immer eingeladen, sich gerne bei uns einfach direkt kurz auf den kleinen Dienstweg per Telefon zu melden. Haben Sie eine Frage zum Thema Nachhaltigkeit, rufen Sie gerne an. Ich freue mich über jeden, mit dem ich da mal ein Stück weit in das Thema einsteigen kann. Wir bieten aber auch Schulungen an für Sie im Haus, wenn Sie sagen, okay, ich würde ganz gerne das Thema Nachhaltigkeit ein Stück weit vertiefen. Oder wenn Sie sagen, es ist eine gute Sache für uns, für Kundengespräche. Wir würden ganz gerne mal unsere Kunden einladen und so die Schnittstelle von Nachhaltigkeit zu Investment ein Stück weit darstellen. Und auch das können wir natürlich liefern, machen wir immer gerne. Dann haben wir hier noch die Fondsfakten, unsere Kontaktdaten haben wir dabei und dann noch die schöne Folie mit dem vielen Kleingedruckten aus unserer Rechtsabteilung. Die muss ich kurz noch an der Stelle zeigen und bin jetzt damit mit dem Vortragsteil am Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und verabschiede mich. Dankeschön.